So, jetzt zum First Look ETS 2 in der Version 1.51 Open Beta, meine Damen und Herren. Was ich ganz cool finde, also wir gucken uns das jetzt mal kurz die Pflicht an, dieses neue Bildchen hier. Also man kann die Karriere sofort fortsetzen, DLCs. Ich habe 21 Mods aktiv, das finde ich ganz cool, dass man sieht, okay, wie viel habe ich, was läuft gerade. Hier sehe ich dann quasi, was ist an, was ist nicht an. Ne? Ganz normal, jetzt sind es bis zu 19 aktiv. Also die nicht aktiven, also wenn du auf der rechten Seite noch nie inaktive hast, die vielleicht schon gar nicht mehr da sind, weil es aus dem Steam Workshop waren oder whatever, die werden auch mitgezählt. Ne? Also hätte man eigentlich weglassen können, weil sie ja eigentlich rot sind. Aber egal, gut. Extras, Optionen, beenden. Und hier kommst du zu deinen ganzen Profilen. Ich habe natürlich x-tausend Profile hier, Testprofile, hast du gesehen. Aber hier kommst du dann quasi drauf. Ne? Finde ich ganz cool. Ist gut aufgeräumt. Wirkt zumindest so. Ne? Das macht schon mal einen soliden Eindruck, das Ganze. Kommen wir jetzt mal zu meinem, ich gehe jetzt hier mal flip, zu meinem Spielstand. Wo bin ich denn hier? Ich mach jetzt einfach den hier. Was habe ich denn hier noch? Egal, fortfahren. Egal, das ist ja nur zum Testen. Ist ja nur zum Testen. Ne? Da gehen wir jetzt mal rein. Bevor wir jetzt gleich mal auf, ich glaube, das Wichtigste und Größte, was jetzt hier in dieser 1.51 ist, ist eigentlich das Deutschland Rework. Bremen, Kassel, Osnabrück, Magdeburg, unsere vier Städte, gucken wir uns jetzt gleich auf der Karte an. Und natürlich die Elite Rider Fan Design für die Auflieger. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, das ist das Erste, was ich mir jetzt mal ganz die Pflicht noch reinklöppel, bevor wir uns eigentlich auf die Städte stürzen. Ne? Auch diese Suchleiste zum Einstellungsmenü, das finde ich soweit, ich habe es ja im A-Tier schon angesprochen, finde ich soweit ganz okay. Auch im ersten Video schon, wenn man da irgendwas sucht, oder das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Ich glaube, ich ziehe gleich mal in Hannover, was wurscht ist. Ja, brauche ich jetzt nicht. Rille ist jetzt nicht aktiv. Ist zum Beispiel bei Option. Ne? Jetzt gehe ich hier rein. Und so hier, wie es jetzt zum Beispiel von SS, wenn ich jetzt hier Retarder. Warte mal hier, Reflexion, Scheinwerfer. Ich schreibe mal Retarder. Retarder schreibt man noch so, oder? Nicht? Retarder, schreibe Retarder. Retarder. Noch so, ne? Oder schaut es anders in den Gameplays reptilierende Tastenknöpfe. Moment. Ich hab meinen Retarder. Alter. Warum leuchtet Blinker? Na. Würde die Waldfee. Warnblinkerlage, Tempo, Getriebe. Ist doch hier Retarder, ne? Ist doch hier was. Oder schaut es das hier nicht anders, ne? Blinker rechts. Zündung. Alter, ich muss jetzt mal gucken. Hier sieht ganz anders aus, oder? Nee, schaut sich anders. Nicht super rund. Da war doch hier immer der Retarder mit dabei, oder etwa nicht? Da muss ich mal gucken hier. Ich sehe schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Assistenzsysteme, Tempomat. Tempomat, Geschwindigkeit. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Federung. Alles ein bisschen anders noch dargestellt hier, ne? Zusätzliche Bremsen. Guck hier, ne? So Schalter, Motor. Da. Retarder. Retarder. Jetzt. Ja, tatsächlich, ne? Deutsch, Setz. Sechs, bitte setzen. Da ist es, Retarder. Und wenn du also irgendwas suchst oder Bremsen etc., das suchst du in dieser Suchleiste und hast es eigentlich gleich gefunden. Finde ich eigentlich richtig cool. Und ist auf alle Fälle jetzt hier nochmal aufgeräumt worden. Ne? Das sieht man eigentlich ganz gut, ne? Also es wurde hier dementsprechend nochmal ein bisschen sortierter, das Ganze, ne? Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich finde, dass diese Suchleiste finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt würde ich mal ganz kurz zu den Aufliegerhändlern gehen. Bevor wir nochmal auf die Karte gehen, gehe ich jetzt hier mal einfach bei den... nee, das ist vielleicht der falsche Standardtrailer. Ich will mal ganz kurz ausführen. Ich will nämlich diese Elite Rider Felgengedöns ganz kurz anschauen. Wäre in dem Fall ja hier. Elite Rider. Wo sind denn die hier? Wo sollen... hier, nee. Elite. Ah, da waren sie. Elite Rider. Yes, Chrome. Hier sind diese Elite Rider, das sind so Chrom-Felgen, die hier mit dabei sind. Ne? Das sind dann die Elite Rider, ne? Ja, ich will Elite Rider Felgendesign. Die sind jetzt hier neu mit am Start. Die könnt ihr dann dementsprechend dann hier nutzen. Ne? Coole Sache eigentlich. Ranger, Rider. Also siehst du nichts mit Rider. Aber kann man zum Beispiel Krone dran machen, ne? Theoretisch, würde sogar passen. Also, die sind auch neu mit dabei. Zumindest für die Auflieger, ne? Dass ihr da schon Bescheid wisst. Okay, passt. So, jetzt gehen wir hier raus. Und gucken uns natürlich die Karte an. Weltkarte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel zu bogen. So, Hannover. Ich habe ja gesagt, wir sind jetzt hier. Kassel ist neu. Die A7 hier. Kassel. Komplett neu. Ganz refreshed. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir nicht, sollte nicht normalerweise die A27 hier einmal rüberführen? Nach Osnabrück? Warte, nee, das war hier, ne? Die 27? Ich will mich jetzt hier gar nicht so festlegen. Warte mal, die 27 geht. Oder ging die hier rüber? Nee, die ging hier rüber, ne? Von der A2 bis zur 1, oder? Da war doch die 27. Oder hier war sie doch, oder? Nee, hier ist sie, ne? Hier, genau, hier ist sie tatsächlich. Weiß ich nicht, warum SCS das eigentlich nicht weitergeführt hat. Die geht doch hier nochmal rüber und zur A7, oder? Liege ich falsch? Nee, ne? Müsste eigentlich weitergemacht werden. Aber okay. Wir haben ja alle gedacht, Bremen, weil ja Bremen jetzt neu ist, wird der Bremer Hafen mit
überarbeitet, beziehungsweise kommt mit dazu, weil ich habe den Containerport und hier nochmal TDC. Finde ich eigentlich schade, dass SCS eigentlich nicht den Bremerhaven in dem Sinn hier nochmal als Stadt eingepflegt hat. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Verstehe ich jetzt eigentlich gar nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Weil es wird hier dargestellt als Bremerhaven, zählt aber zu Bremen, obwohl das eigentlich was Separates ist. Aber okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Gut, dann gehört es also jetzt zu Bremen, aber es ist eigentlich der Bremerhaven. Gut. Bremen also neu, ne? Haben wir gesagt, Osnabrück hier. Dann, was haben wir da noch? Osnabrück, Kassel und Magdeburg. Magdeburg ziemlich klein. Flip. Also du fährst Autobahn runter, hast du Steinbruch, Vitaspower, Subse, KFOR und dann hier noch ein bisschen Gedöns. Ne? Also wirklich sehr klein gehalten das Ganze. Müssen wir uns anschauen, oder? Gucken wir mal. Ne? Also würde ich mal sagen, fliegen wir mal nach Magdeburg. Oder? Also wir fahren jetzt mal ohne, ich weiß gar nicht, irgendwas drauf habe, frei wieder Wind. Ich glaube, ich habe Frachten, habe ich jetzt nichts mit dabei. Schauen wir einfach mal, oder? Wir gucken. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Ansonsten, wenn ich jetzt so mal gucken, hier Elite, Rider, Felgengedöns, ansonsten haben wir Titelbild, Zugleiste, Desktop-Hintergrund, brauchen wir uns nicht anschauen, glaube ich, oder? Brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Ist jetzt nicht so, wo man sagt, ja, das ist ganz wichtig, das hat enorme Schlagkraft in diesem Update. Ich glaube nicht. Wichtig sind, glaube ich, die Städte, oder? So. Achso, ich bin hier noch nicht. Machen wir jetzt erstmal eine andere Uhrzeit. Das ist hell, wir wollen es hell haben. Ganz wichtig, wir wollen das sehen. So, pass auf, go to. Traffic lassen wir mal aus. Brauchen wir jetzt auch nicht. Und go to. Magde. Vielleicht rechts ist Magde. Magdeburg. So, das wäre jetzt in dem Fall hier. Schauen wir mal. Wir gucken, meine Damen und Herren, die Pflichtunterhaltung. Wir warten ganz kurz, bis das Spiel sich selber ladet. Ist F5? Hier ist F5. Ich sehe noch nichts. F5 geht noch nicht. Wieso geht F5 noch nicht? Ach jetzt, da ist es ja. Pass auf, wir fliegen noch mal raus. Oder wir können auch von hinten anfangen. Ist eigentlich relativ... Oh, ist das für ein großer, fetter Parkplatz? Das sieht schon wieder geil aus hier. Wir haben KFOR. KFOR ist... Wir fangen von hinten an. Hier. Also ganz interessant ist hier Magdeburg jetzt mal von hinten gesehen. KFOR hier mit... Trailer. Ich habe ein paar Trailer-DLCs aktiviert. Also von dem wir nicht erschrecken, meine Damen und Herren. Finde ich ganz cool. Kann man hier hinterfahren? Nee, geht nicht. Ne? Hier ist Zapfen, die Straße gibt es, existiert eigentlich nicht. Also ist eigentlich bloß hier das, ne? KFOR. Finde ich ganz gut als Supermarkt dargestellt. Coole Sache. Genau, dann fährst du hier wieder raus und hier ist eigentlich alles dicht. Und dann haben wir hier die City, wo dann dementsprechend auch, hier schon mal Barleber See. Ich kenne mich, Magdeburg war ich noch nie, kennen. Oder ein oder andere wird es dann schon kennen. Wo dann hier dann das ganze Gedöns rumfahrt. Ne? Wo ist denn hier eigentlich dieser fette Turm hier? Ist das, soll das der da sein? Nee, ne? Vitaspower? Bei Magdeburg, hier gibt es Subse. Ein bisschen Wasserwerbung. Hier geht's zu Subse. Subse hier. Ist jetzt hier nichts Besonderes, ne? Ausfahren kann man hier, glaube ich, nicht, oder? Oder ist das vielleicht nicht? Das könnte eine Hidden Road sein. Bin ich mir fast ziemlich sicher, dass das eine Hidden Road ist. Da ist weg, die City. Ups. Könnte eine Hidden Road sein. Bei vorausgesetzt, man kann hier rausfahren. Teste ich aber separat nochmal. Dann haben wir hier Vitas Power. Mit diesem ganzen Turmgedöns hier. Ne? Aber wie gesagt, die Süd ist Standardgröße, ne? Ist jetzt hier nicht so was Besonderes. Weil ich hätte gedacht, da sollte doch in Magdeburg soll doch diese riesengroße Ding sein, oder? Nicht? Dieses riesen fette hier dieser Windkraftgedöns oder soll es der darstellen? Egal. So, dann fährt man hier lang. Tankstelle, Spritpreise. Auch hier ein bisschen mit Parkplatz. Das finde ich ja mega. Finde ich richtig gut. Parkplatz ist immer geil. Dann haben wir hier hinten noch bei Magdeburg auf der anderen Seite auch noch mal Parkplatz. Ich weiß gar nicht. Der ist aber hier nicht dargestellt als als befahrbare Strecke, ne? Wobei man hier zu LKW reinfahren kann. Testen wir einfach mal. Wir testen jetzt dementsprechend mal ganz kurz, ob ich da reinfahren kann. Das will ich jetzt mal kurz sehen. Hier haben wir LKW. Wir machen wieder F5. Weil eigentlich wäre die Straße hier zu Ende. Ja, okay. Sorry. Stellt sich mir natürlich die Frage, warum hat SCS hier eigentlich dieses X gemacht? Hätten sie das X hier gemacht, dann könnte man den Parkplatz noch voll nutzen. Finde ich eigentlich schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber okay. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Hätten sie machen können, ne? Aber okay. Hier, so hier LKW-Lok, Werkstatt, Garage, oder? Genau, alles in einem. Hier ist nochmal
Hinten ist dann nochmal, da kann man gar nicht lang fahren, das ist dann aus. Und hier hinten ist dann mal ganz fett. Ach, hier gibt es auch nichts mehr. Verstehe ich nicht. Warum machen sie das nicht einfach als Firmen, wenn sie es als Gelände schon hier mal hinmachen? Ne? Verstehe ich irgendwie nicht. Weil ich steht hier auch fett Streicher dran, glaube ich, ne? Als Firma hier. Ausgeräte, da kann ich das doch machen. Oder pflege ich das rein? Gut ist. Okay. Schade eigentlich. Gut. Genau, das ist eigentlich von Magdeburg eigentlich schon alles gewesen. So ist, so viel ist es nicht. Hier geht es dann raus zur Autobahn wieder. Hier sieht man auch noch ein bisschen was. Wie es dann rauf geht, Berlin und da hinterzu, ja, hier kann man leider nicht das nicht befahren. Ich weiß nicht, ob da irgendwann noch mal was kommt. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil, oder wer wünscht es jetzt, sagen wir es mal so, ne? Und hinten auch noch der fette Steinbruch hier. Boah, Steinbruch halt, ne? Genau, und hier wird es dann weitergehen nach Werdersee, Schleuse, Rotensee, Wasser, Straßenkreuz. Ist einfach der Steinbruch, so, pum. So. So, hier nochmal, ne? Auto. Hier geht es leider auch nicht rein. Und hier geht es dann rauf zur Autobahn. Und dann kannst du ja ganz normal Magdeburg die Abfahrt hier nehmen. Finde ich soweit ganz in Ordnung. Gut, das mal zu dem. Dann fliegen wir nach, haben wir gesagt, Kassel. Kassel interessiert als nächstes. Wir gucken mal Kassel an. Go to Kassel. Kassel müsste reichen. Schauen wir mal, ob wir richtig liegen. Ja, tatsächlich. Ich werde verrückt. So, da wieder raus. So, da fliegen wir doch mal rein. Wir können ja mal von hier lang fliegen. Auf die Straße. Und gucken, wo wir gleich sind. Aber wir sind oben, da müssen wir nochmal hochfliegen. Das finde ich auch ganz geil. Dass du hier komplett, warte mal, fährst jetzt hier lang. Und das geht's gar nicht. Da fährst du hier einmal durch Kassel durch. Warte mal, komm, hier gibt es sogar eine Kamerasymbol. Das finde ich ja schon wieder mega. Warte mal, hier, Kassel. Hier. Nehmen wir mit, oder? An alle Leute, Motor aus. Und alle Leute, die aus Kassel sind, hier mal die ersten Eindrücke. Nochmal als Videosequenz. Finde ich gar nicht so schlecht, kann man machen. ID Card Potato. Steht hier unten. Das sieht man jetzt nicht, weil mein ich jetzt hier da bin. ID Card Potato. Das ist, da fahren wir mal durch jetzt. Man sieht im Hintergrund ja diese, in Kassel gibt es ja diese Stadt, wie heißt der? Oh, wie heißt der? Ich komme jetzt nicht drauf. Da war doch letztes Mal diese Klimaaktivisten und da haben alles grün gefärbt, oder? War das nicht jetzt vor kurzem erst? In den Medien? Wer findet sich hier wieder in Kassel? Ich weiß es nicht. Also könnt ihr mal gucken, wer sich da dementsprechend wiederfindet. Krüger AG. Voll fett. Das ist mega hier. Aber angeblich soll das ja alles wirklich sehr gut dargestellt sein und dementsprechend mit Daumen nach oben richtig gut. Wäre 1 zu 1 umgesetzt worden, sehr viel Wiedererkennungswert. Das ist, glaube ich, so das A und Ö. Von so einem Update und von so einem Rework von Germany, dass noch diese Details dann im Spiel mit dabei sind. My precious pearl from paradise. Stimmt das so? Ich war noch nicht in Kassel. War ich auch noch nicht. War dran vorbeigeschüttelt, ja, aber sonst. Wie schön ist das? Staatstheater. Hier steht der Kirschgarten. Kabarett. Also das müssen dann wirklich die Leute sagen, die dann aus der City sind oder schon mal da waren, ob das wirklich alles eins zu eins ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht beantworten. So, jetzt kommen wir noch mal raus, denn Kassel finde ich als richtig cool, weil man hier richtig rumcruisen kann. Also man kann hier tatsächlich voll durch die City heizen. Hier lang. Guck mal hier, also hier geht es richtig eigentlich die Tohu Wabohu. Ob hier es noch Hidden Roads sind, muss man sich dementsprechend mal anschauen. Aber guckt euch das mal an, ja, das finde ich voll geil, ja. Da sind wir wieder hier in der Mitte. Ja. Wir fahren aber gleich die Querstraße nochmal hoch. Die will ich mir nochmal anschauen. Und dann kommst du eigentlich wieder zurück nach. Das ist richtig geil zu befahren. Du hast zwar da nichts zu tun, in dem Sinn. Ne? Aber trotzdem ist es ganz cool. So, jetzt hier die fette Straße, wo du dann hier noch einmal rechts und links fahren kannst. Wo es dann... es ist voll groß eigentlich, ne? Wenn man sich das anschaut. Ja, oh ja, ist ja voll fett, ey. Ist ja voll fett. Fett wie fett. Hier geht es Autobahn. Oh, stopp. Autobahn. Gewerbegebiet, Haftstraße. Voll geil. Also, da haben sie richtig, richtig geballert hier. Hier Carrefour. Mal ein bisschen höher. Dass man sieht, wie man reinfahren muss bei Carrefour. Hier richtig hinten rein und da rum um die Kurve. Ja, richtig gut gemacht hier. Ne? Und dann ist hier deine B- und Endladezone. Ist richtig geil gemacht hier. Richtig Action hier. Ne? Geil. Genau, dann geht es jetzt hier weiter. Wie das Autobahn. Miramstraße, Salzmannshausen, Sonnenallee. Und dann geht es dann da schon weiter zu Kunststoffe, Tradeaux und H&S.
Da geht's ja nicht hinter, ne? Voll, also Kassel ist ja riesengroß geworden. Im Gegensatz jetzt zu Magdeburg ist es natürlich enorm groß. Und guck da mal, wie viel Industrie hier ist. Eure Goodies auch hier komplett mal ein bisschen anders dargestellt hier, ne? Stapler, alles steht rum hier. Puh, Wahnsinn, da haben sie sich mal richtig Mühe gegeben hier, ne? Vor allen Dingen, weil es dann hier auch da alles schön dasteht, ne? Geile Sache. Das ist doch mal was Feines hier. Parkplätze. Mega, finde ich gut. Parkplätze ist immer gut. Da gibt es was zu schnabulieren. Genau, fährst du ja immer im Kreis. Ne? Und dann geht es da wieder raus. Dann zur Autobahn. Magdeburg, Würzburg, Hannover, Dortmund. Wie so. Und Heiligen. Und da ist auf der anderen Seite noch ein, wenn ich das richtig sehe, ein Rastplatz. Steakhouse. Was gibt es jetzt zum Schnabulieren? Für 5 Euro? Mozzarella, Tomaten. Käse, Pasta, Oliven. Käse. Wie sieht das? Das ist das Steakhouse, Mensch. Wo ist hier die Fleisch-Dingsbums? Wie auch immer. Danke, die gibt es, die existiert. Da ist das Zeichen, die Symbole sind da. Bisschen Parkplatz. Kann man mal so machen. Cool. Und ein bisschen Wohngebiet hier, ne? Geil, oder? So, jetzt will ich mal ganz kurz nochmal zurück zu meinem Hügel. Denn ich will mal ganz kurz hier vielleicht diese Kasseler Straße hier lang fahren. So. Oh. So, nämlich genau diese Straße hier. Ich mache mal ganz kurz noch was. Hätte ich vorher schon machen können. Ich versuche mal den Traffic auf 1 zu stellen. Ich weiß nicht, du musst anscheinend eine Straßenbahn hier rumschütteln, oder? Theoretisch, praktisch. Ich gucke mal, ob es hier was gibt. Zumindest ist hier auch dezent Straßenbahn dargestellt. Ne? In Magdeburg gibt es ja Straßenbahn, haben wir ja schon gesehen. Zumindest bei den Bildern von SCS. Ich denke mal, dass dann hier in Kassel auch was rumschüsselt. Oh, das ist schon richtig geil hier. Guckt euch mal dieses ganze Gebiet hier an. Die ganzen Häuser und alles, was so dazu. Das nenne ich City. Das nenne ich Stadt. Man durch die Stadt fahren und so. Das macht mal richtig Laune hier. Guckt euch das an, alter Verwalter. Das ist doch mal geil, oder? Finde ich mega. Da haben sie sich mal richtig ins Zeug gelegt. Ob die Straßenbahn fährt, weiß ich jetzt nicht. Doch, da fährt einer. Da kommt da kommt schon einer geschüttelt. Hier ist eine blaue. Warte mal. Halt, stopp. Ich weiß nicht, ob vorne dann rechts nämlich die Straße mal weitergeht. Aber hier sieht man es ganz gut. Da ist er. Kassel. Guck an. Ist es die originale Straßenbahn? Weiß das jemand? Ist die blau? Stimmt, ja. Voll cool. Finde ich mega. So muss das aussehen, meine Damen und Herren. Cool, oder? Straßenbahn, alles da. Jetzt schaltet irgendwann, ich habe keine Zeit hier. Noch eine andere Stadt anschauen. Nee, kommt nichts mehr hier. Ist alles frei. Hat er nicht. Oh, Scheiße. Wie siehst du, schon falsch gefahren. Oh, let's go. Ist ja nochmal eine Kurve. Freunde, da siehst du, vor lauter Stress. Halt, stopp. Erster Kugel, dann die Krümel. Moment. Geht schön. Ja, ein richtiger Trucker kann sich auch mal verfahren, ne? Hier muss man nicht rein. Nichts passiert, siehst du? Alle sind glücklich, alle sind froh, bloß kurz warten müssen. So. Das finde ich jetzt nämlich eine richtig coole Straße. So eine typische kleine Siedlungsstraße. Oder ja, Siedlung, kann man Siedlungsstraße nennen? Ja, ne? Ich weiß gar nicht so genau. Ey, Vorfahrt Klauer hier. Kassel fahren sie wie die Verrückten, ich sehe schon. Da fährst du jetzt einmal schön durch die City hier so ein bisschen, ne? Finde ich geil. Das finde ich ja richtig stark. Voll cool hier. Einwohner ist nach dem anderen. Das finde ich ja stark hier. Das Leben, ne? Das ist das, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat. Wenn du durch die City fährst, dass du einfach mal durch die Stadt fährst, muss ja nicht immer zwingend gleich eine Abladestelle sein, aber hier einfach mal so, ne? Ja, das alles einfach mal so zu sehen, finde ich einfach echt stark. Kurve. Unten der Bahnhof. Oder Gleise. Vom Bahnhof, schätze ich mal. Bisschen aufpassen hier. Hui. Ey, da fährst du ein Wirrwarr hier, ne? Ist genau, was bei Truck SMP die nächsten Tage wieder abgeht, wenn die das Update mit raushauen. Und dass du sofort was Phase ist hier. Dann ist ja wieder Tuhu hier. Hier geht's hinter zur Garage. Dann. Und hier sind wir dann quasi bei Transinet. Hier ist nochmal links der Tanke. Und Parkplatz. Genau, kommst du hier raus, ne? Viele Parkplätze hier eigentlich. Ist gar nicht so schlecht.
Besser sind immer gut, die City. Ist auch stark, ne? Ich finde ich echt geil gemacht hier. Ich bin jetzt auf der Karte, wenn ich es ein bisschen größer mache, auf der linken Seite. Genau, den Rest sind wir schon mit der Flight Game abgeflogen. Das heißt, ich könnte jetzt links fahren Richtung, was ist das hier, Osnabrücken, da geht es rüber. Und dann rechts geht es wieder zur Autobahn. Also Kassel mega fett geworden. Ich bin sowas von überrascht. Also was Kassel betrifft, guckt sich das an. Er ist echt fett. Fett, fett, fett. Echt coole Sache, oder? Mega. Jetzt gucken wir uns mal Osnabrück an. Hier. Bis wir dann nach Bremen gehen. Also Magdeburg war ein bisschen klein. Klein. Aber da schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt passen wir auf hier mal. Hey, zack. Wir gehen weiter nach Osnabrück. Hoppala, der ist früher. Gruzi, fix. Osnabrück. Vielleicht reicht das Osnabrück. Gut, cool. Schauen wir mal, wo wir richtig sind. Siehst du, wenn das Licht angeht, tatsächlich. So, wir sind in Osnabrück. Ich mache die Karten noch ein bisschen kleiner. Ja, Osnabrück ist aber wieder riesenfett hier. Das hier wird doch nicht. Das haben sie nie wieder gemacht. Alter Verwalter, ich weiß gar nicht. Haben so viele Fahrradwege hier? Schon Fahrrad, 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 Fahrrad. Das kann ich nicht anfangen soll hier. Mich hier? Ich stell mich mit dem Wirbel mal hier hin. Blöd. So. Ich fliege trotzdem weiter. Mit der Flycam. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren hier, was Phase ist, ne? Was los ist hier? Ob es hier Hidden Roads gibt, kann ich euch nicht sagen. Kann man aber im Map-Editor anschauen. Ne? Also für die Leute, die da ein bisschen Profis sind, die können sich das im Map-Editor anklotzen. Und dann dementsprechend da mal schauen, wo gibt es denn hier Hidden Roads. Die sind nämlich da eingezeichnet. Ne? Also wer sich da so ein bisschen auskennt. Ne? So, hier kann man irgendwie ein Bild machen. Ich weiß gar nicht, warum. Gibt es hier was Besonderes? Nee, ne? In Osnabrück? Ist hier was Besonderes, dass man hier so ein Foto machen kann? Ist das ein besonderes Haus? Block. Synonym. Oh ja, Feuerwehr. Dann geht es hier eigentlich schon weiter. Auch wieder Krüger AG. Gibt es die wirklich? Also ich habe schon mal gefragt, ne? Ich glaube, die gibt es wirklich, ne? Gibt es hier Bockwurst to go? In Osnabrück wachsen Palmen? Ach nee, die sind im Topf. Okay. Sagt schon. Fehler von STS. So. Aber auch wieder richtig geil gemacht. Also hier gibt es wenig zum Tun erstmal. Aber. Hier vorne. Aber du hast erstmal was zum Fahren. Ne? Einmal ein bisschen durch die City fahren. Und das finde ich ja wiederum geil. Hier gibt es ITCC. Auch wieder riesen fett als Gelände dargestellt. Finde ich wieder mega geil. Finde ich top. Mega. Zur Mutter zahlen. Und dann fährst du wieder raus. Du fährst dann einfach mal quer durch die City. Einbahnstraße. Auch hier schätze ich mal, ist eine Hidden Road. Weil hier alles so schön beschildert ist. Dann kannst du hier reinfahren. Also bin ich mir ziemlich sicher, gibt es ganz viele Hidden Roads, meine Damen und Herren. Da könnt ihr mal auf Wanderschaft gehen. Geil, 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 geil. So, dann geht's weiter. Hier geht's weiter. Und dann geht's hier weiter. Hier ist erstmal nichts. Also vielleicht an alle Mapbauer. Also ich weiß ja nicht, wer und was und wie das übernimmt. Aber ich denke und ich glaube, dass man hier viel noch erweitern kann. Ne? Weil hier einfach so viele Straßen offen sind und der Platz auch noch da ist. Euro-Kreis auch da. Kann man bestimmt dann noch dem hier ganz viel machen. Ne? Jetzt kommen wir auf unsere Straße wieder zurück, Osnabrück. Dann kannst du hier langfahren und dann hast du hier vorne ja quasi hier links nochmal, nicht hier nicht. Da lang. Und dann hier, das war ja dann die Originale, müsste es sein. War das hier die Originale von Osnabrück, von der Autobahn? Dann hier rein, wo es dann hier nach Osnabrück reingeht. Was steht denn hier auf dem Schild alles? Bielefeld, Hohlhage, Rulle, Fachhochschule, Museum, Wüstenweg, Kultur- und Landschaftspark. So, und dann bist du hier eigentlich schon drin und dann geht es eigentlich hier schon weiter. Osnabrück. Ey, das sind so viele Straßen hier, ne? Du weißt gar nicht, wo lang schüsseln sollst. Bestimmt ganz viel Hidden Roads. Bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Fetter Parkplatz wieder hier. Und hier LKW. Finde ich auch geil bei LKW hier. Parkplätze hier. Guck mal hier. Finde ich mega cool. Wenn du irgendwie Konvoi fährst oder so, kannst du dich am Schluss hinstellen. Vorausgesetzt, es stehen nicht so viele LKWs da. Da kann man sich dann schon geile Fotos machen. Finde ich mega. Finde ich echt cool. Das finde ich echt stark. Fettes Gebäude hier, ne? Echt cool gemacht. Gut, Osnabrück. Dann da wieder raus. Gut. So, da vorne steht normal mein LKW. Da vorne steht er, genau. Also heißt es erstmal hier abbiegen, eine Runde. Lass mir eine Trommel ab. In der Mitte dann hier auch nochmal so. Straßenbahn oder whatever, ich weiß nicht, ob da was fährt. Aber was für eine City, ey. Und alles hier eigentlich zu. Ne? Eigentlich alles zu. Guck mal, hier ist die Straße. Gut, hier ist keine Hidden Road. Aber muss man einfach mal austesten. Ne? Hier gibt es bestimmt ganz viele
So Hidden Dinger, wo man sagt, okay. Einfach mal durchfahren, einfach mal testen. Dann geht's da weiter. Hier zum Beispiel geht's hinter zu. Ach, du kannst 2 Meter fahren. Warte mal hier. Einmal von der einen Seite, dann von der anderen, kann es sein? Ja, ne? Genau, dann fährst du hier wieder raus. Hier durch. Und dann hast du einmal hier Werkstatt, Garage, Volvo, alles auf einen Haufen hier, ne? Oder? Ja, ne? Aber stopp hier. Volvo, Garage und Werkstatt ist dann auf der anderen Seite. Genau dort oben. Und hier ist ein Supermarkt. Kannst du gleich einkaufen gehen. Toll. Also Osnabrück auch riesengroß, meine Damen und Herren. Mega cool. Gehen wir mal nach Bremen. Go to Bremen. Oh. Ich glaube, eine neue Tastatur sehe ich. Ich sehe schon. Ich sehe schon. So, jetzt sind wir in Bremen. Alter Verwalter. Nicht jetzt schon wieder Bremen, sehe, was Phase ist. Aber ich glaube, wir fliegen mal, was Bremen betrifft. Machen wir jetzt mal ganz was anderes. Bremen ist ja dann hier. Oder muss ich mal mit die 27? Wir fliegen mal nach Nord. Und nehmen uns jetzt mal eigentlich hier den Bremer Hafen vor. Guck mal, hier steht nämlich Bremer Hafen, Überseehafen, Lederheide, dann Spaden. Also es wird hier schon dargestellt als Bremer Hafen, ist aber nicht in dem Sinne jetzt hier Container nach Hamburg dargestellt oder beziehungsweise steht es nicht da, dass dann hier Bremer Hafen ist. Weil hier steht nicht am Schild Bremer Hafen. Es steht ja, steht da, aber es ist nicht Bremer Hafen. Ne? Autoumschlagsanlage, das gucken wir uns jetzt hier alles mal an hier ein bisschen. So, ich habe gesagt, besser wäre es gewesen, als eigene City das mal darzustellen, aber ist jetzt nicht gemacht. Aber okay, gut. So, das ist Autoumschlagshafen. Riesen fettes Gelände. Das hier rein. Kreisel. Dann geht es da weiter. Und hier ist dann GDC auch ganz groß dargestellt hier wieder. Und da kannst du dann hier reinfahren irgendwo. Nirgendwo. Hier musst du irgendwo reinfahren. Gucken hier rein. In diese Bude hier. Na, mal von oben gucken. Da hinten auf der Seite, da hier fährst du rein, da fährst du rein und dann hast du hier das Gelände, ne? Aber auch voll fett, ne? Und hier kann man auch schlafen, das ist Schlafsymbol für diese Parkplätze hier, kann man dementsprechend dann sein Äuglein zumachen. So, dann zurück zur Bahn, geht's hier lang, Überseehafen, Zollabfertigung. Jetzt kommen die Profis unter euch, die vielleicht öfters mal im Bremerhaven unterwegs sind oder da schon einfach die schon da gewesen sind, die sich da auskennen, ob das dann ungefähr so aussieht, so wie wir das kennen, zollfrei. Dann geht es hier rein, überall kann man ein bisschen schlafen und Grundcent, das ist toll. Dann heißt es hier Containerport, hier geht es da rein. Witzig ist auch, dass man rechts vorbeifahren kann. Hier kann man auch nochmal schlafen. Genau. Und dann geht es eigentlich hier durch. Diesen gelben, stehen diese gelben Dinger wirklich da? Genau, fährst hier rein. Stopp, fährst da rum. Und dann hast du hier Parkplätze. Kannst du nicht, kommst du gar nicht aus. Hier ist wieder Schlafplätze. Find ich gut, über Schlafplätze sind. Ne? Fährst du hier rein und dann hast du hier dein Symbol beim Containerport und kannst dir deine Container abholen. Hier überall. Tschack, 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 tschack. Sieht dann so aus. Hier stehen schon ein paar LKWs da auf. Weiß nicht, ein Standmodell, aber es macht da nichts. Aber sieht schon mal gut aus, oder? Also das finde ich auch schon mal richtig klasse. Dann switchen wir jetzt mal zurück nach Bremen. Bremen ist jetzt voll fett. Voll fett. So, wir schüsseln mal die 27. Also, wie gesagt, kommentiert gerne, was er sagt. Aber es ist auf alle Fälle städtetechnisch ist ein riesen Update geworden. Holla die Waldfee. So, Bremen. Burg Grampe, Industriehafen. Und. Da wollen wir jetzt natürlich auch gleich runterschüsseln hier. Gucken wir uns das mal an. Das kannst du wirklich am besten jetzt erstmal nur mit der Flycam abarbeiten hier das Ganze. Es ist wirklich so viel, was sie hier gemacht haben. Ne? Aber erstmal so die Feinheiten mal ein bisschen gucken. Ne? Waterfront Bremen, Wiedemannstraße, Buckelissum, Hüttenstraße. Also da könnt ihr schon mal den ersten Eindruck hier gewinnen, anhand dieser ganzen Schilder hier. Ne? Zur Autobahn zu Ende. Dann geht es hier rechts schon mal hinter zur Werkstatt oder zur Garage. Und wieder auf sehr viel Platz hier. Ich sag jetzt, es gibt zu viele Hidden Roads. Alter Verwalter. Hier geht es dann hinter zu, wie heißt DFH. Genau hier. Dann da lang wahrscheinlich. Ne? Hier lang. Hier ist das Symbol am Boot. Ich habe Gullydeckel-Mod. Dann kannst du hier hinfahren und kannst dann hier deine ganz normalen Dinge hier abholen. Ne? Passt. Gut. Das Gelände kennen wir ja. Ist jetzt nichts Neues. Auf der gegenüberliegenden Straße ist dann hier dementsprechend Werkstatt, Tanke, alles da. Hier Tankstelle. Da sieht man die Tanksäulen. Wir haben hier ein DAF-Händler. Wir haben hier
Unsere Werkstatt, alles da, wo sein soll. Sieht auch cool aus hier, ne? Guck hier. Miet, 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 miet. Alles da, fette Straße. Genau. Werkstatt. Gut, Garage war dann auf der anderen Seite hier irgendwo, ne? Nee, das war, ach nee, da haben wir vorher schon geguckt. Also auch klein und fein hier alles zusammen. Komprimiert das Ganze. So, dann fliegen wir hier raus. Wir fliegen da lang. Hier sozusagen diese Straße. Das Bremen ist auch voll fett geworden, ey. Aber so fett. Das heißt, du müsstest ja eigentlich über diese. Hier rauf, hier auf diese Kreuzung drauf. Da fliegst du jetzt erstmal hier drüber. Schiffe sind keine unterwegs. Wir haben ja auch keine Straßenbahn oder so. Hohenpoershafen. Da müssen wir dann wieder runter. Und da geht es dann zu Shuttle Cola. Shuttle Cola ist dann gleich hier in dem Fall. Da voll fettes Gebäude hier. Wo du dann hier reinfahren kannst. Und dann hast du irgendwo, solltest du ein Ladesymbol haben. Irgendwo. Ich muss mal von oben gucken. Das ist ungefähr sehe. Nun. Also hier kann man auf alle Fälle reinfahren. Größer machen. Genau, Shuttle Cola. Ist doch hier eine feste rein. Und irgendwo müsste ein Ladesymbol sein. Ach, die hier am Boden ist es. Da. Hup. Da ist es. Da ist der Gullideckelmod wieder. Und dann kannst du hier fahren und laden. Ne? Hier. Ohne. Da hinten steht ein Trailer, da steht ein Trailer. Da steht ein Trailer. Und. Also das auch mal so zu Shuttle Cola hier. Also was für Gelände hier, ne? Also haben sie sich richtig, richtig Mühe gegeben. Auch hier einmal wieder quer durch die City. Sipp ich mal kurz hin. Mal sehen, ob hier was fährt. Straßenbahn etc. Ich weiß es nicht. Also dargestellt ist es mal wieder. Aber ob was fährt, wissen wir jetzt nicht. Traffic ist ja an. Müsste hoffentlich gleich was fahren. Da fährt jetzt zumindest was. Aber nicht an, dass wir was sehen. Aber schon wieder sehr, 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 sehr gut gemacht hier alles. Ne? Guckt euch das an. Holla die Waldfee. Aber wie der Stopp die Straßenbahn fahren, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe jetzt nur Kassel gesehen. Magdeburg, ja, wissen wir von STS direkt selber. Oh, das ist schon eine fette City, ja. Gut, geht noch. Hui! Fährt da vorne was? Nee, das ist ein LKW, ne? Ach, schöne Kuh. Also ich weiß nicht, ob hier was fährt. Müssen wir uns das dann dementsprechend nochmal anschauen. Gesehen habe ich jetzt hier nichts. Dann gerade, es ist voll groß, Bremen, ey, alter Verwalter hier. Ich will ganz mal kurz aufs Autobahnnetz dann gleich nochmal schauen. Zug, Fernlinien, Bremen Nord. Rot geht immer. Wenn du jetzt hier weiterfährst, kommst du quasi bei der Kreuzung über. Und rechts dann noch mal nach. Was für Gelände hier, ne? Geht's da hin hier? Ach, zum Bus. Busbahnhof hätte ich gebraucht. Busbahnhof jetzt hier. Das weiß ich auch nicht, warum die den Busbahnhof hier nochmal separat mit einzeichnen hier und dann dementsprechend hier darstellen. STS hat es ja schon mal angekündigt, dass sie irgendwas machen wollen mit Bus und so. Hm. Da was kommt, weiß ich nicht. Die Idee ist schon da, dass man die Original-STS-Map nimmt und die LKWs raus und einfach Busse ersetzt, ne? Also der LKW ist lässt als Traffic, da fährst du mit dem Bus durch die Gegend. Das war mal so der Plan, dass irgendwann mal kommt, weiß auch kein Mensch. Ne? So, Automotive Veranstaltungszentrum Tor 1. Da kann man aber nicht reinfahren, da ist irgendwie dicht hier. Ne? Da ist irgendwie nichts, oder? Kann man reinfahren? Machen wir kurz. Doch, man kann reinfahren, doch, tatsächlich, hier. Aber... Ach doch, da kannst du schon reinfahren. Ach, dann bist du, ach, dann bist du hier bei Automotive. Okay, hier ist das Symbol am Boden, okay, klasse. Dann bist du hier voll fett im Industrie AI Automotive. Okay, dann ist klar. Das sah ziemlich komisch aus, aber cool. Genau, dann bist du eigentlich hier raus. Und dann bist du eigentlich hier wieder auf der Autobahn, ne? Auf der A27, genau, Hannover, Hamburg. Richtig. Ja, ist die Scheiße. Jetzt kriege ich nochmal raus. Da müsste ich es nochmal anschauen. Ich hätte gedacht, da 27 einfach durchziehen. Verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht haben, weil die geht doch durch, oder? Zur A7. Gut, das mal auch noch zu Bremen. Das war die AI Automotive. Riesengroß. Ich bin sehr positiv überrascht. Wenn man sich das alles anschaut, wir sind jetzt komplett eigentlich durch, ne? Ganze Duisburg, Köln, Dortmund, Osnabrück, Bremen, Hannover, Hamburg, Kiel, ist eigentlich alles fertig, oder?
Es ist eigentlich alles überarbeitet. Wir gehen jetzt immer weiter in den Osten, weil Erfurt haben wir schon lange, Kassel haben wir jetzt, Frankfurt haben wir, Mannheim ist noch so oldschool. Ne, Stuttgart nicht, Stuttgart haben wir ja. Das heißt Mannheim, Nürnberg, München, vielleicht kommt das dann in diesem Strang mal so in der Form. Und jetzt dann mal in dem Fall Leipzig, Dresden, Berlin. Vielleicht wäre das jetzt noch so ein Sprung, dass das vielleicht in der 52 kommt und ist dann vielleicht in der 53. Werden wir dann einfach mal abwarten. Aber richtig cooles Update, meine Damen, meine Herren, die Pflichtunterhaltung. Es lohnt sich wie immer die 1 oder die OpenBeta sich anzuschauen, zu downloaden und dementsprechend einfach mal auszuprobieren. Ich finde es wieder mega, mega event. Dementsprechend, wer da Lust und Laune hat, natürlich im SCS Convoy ein bisschen rumcruisen und das nochmal genau anschauen. Einfach mal hin und her springen zwischen die Städte. Das macht natürlich Sinn, um das alles noch genauer zu begutachten. So, Fragen dazu, meine Damen und Herren, dann dürft ihr jetzt gerne machen, einfach kommentieren hier unter dem Video. Wenn es gefallen hat, zum fetten First Look, 35 Minuten schon, holla die Waldfee, aber es gibt viel zum Anschauen, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren nochmal. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß in der OpenBeta 151. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald, adios.